So, meine lieben Leute, willkommen zurück, meine lieben Erzkringel. Wir zocken jetzt weiter. Ich habe jetzt mal wieder mal ein bisschen mit dem Mikro rumgespielt und dem Spiel ein bisschen verboten, zu laut zu werden. Und das will ich jetzt mal testen. Ich ziehe mir erstmal die Kopfhörer wieder an. Außerdem ist das Mikrofon jetzt nicht mehr im Bild, finde ich auch sehr gut. Bin gespannt, wie sich das anhört. Wo sind wir eigentlich stehen geblieben? Erstes Blut. Sprecht mit Zwall. Reist zur Tidenbucht. Mit Thrall sollen wir sprechen. Haben wir das nicht schon? Das ist doch mein Trupp. War der Thrall nicht hier, oder? Ich meine, das haben wir schon erledigt, ne? Reist zur Tidenbucht. Was ist denn die Tidenbucht? Tidenbucht. Da waren wir, ne? Da sind wir doch rausgekommen. Da müssen wir hin. Hier hin. Also gehen wir darüber. Da finden wir den Zwall. Eieiei. Was habe ich denn da jetzt plötzlich für einen großen Kopf? Wir werden angegriffen. Das Kabel rausgerissen. Oh, sag. Wir sind in einem Kampf. So, jetzt sollte ich eigentlich auch zu hören sein, wenn die kämpfen. Das hat mich immer ein bisschen gestört, dass ich mich nicht da mal einmischen konnte. Ah, da ist der Zwall. Dann sprechen wir mal mit dem. Erzähl mal, Zwall, was geht ab? Ihr habt der Horde erneut einen großen Dienst erwiesen, Rexa. Ich stehe in eurer Schuld. Wenn ihr so gut wärt, bräuchte ich noch eines, bevor das Schicksal seinen Lauf nimmt. Wir haben eine neue Standarte für Durotar anfertigen lassen. Ein mächtiges Banner mit dem Symbol der Horde. Ich möchte einen Schamanensegen darüber sprechen, brauche aber noch einige Dinge, um den Zauber zu vollenden. Würdet ihr sie für mich holen? Natürlich, Thrall. Es wäre mir eine Ehre. So, Standarte von Durotar. Beschafft eine wilde King-Klaue, beschafft ein Sturmlordauge, beschafft ohne eine Bronzedrachensuppe, kehrt uns mal in der Tidenbucht zurück. Okay, dann fangen wir mal an. Alle Orte markiert, das hier ist das dichteste. Dann gehen wir erstmal dahin. Und ich hoffe, wir bleiben erstmal eine lange Zeit auf dieser Map. Ich habe Schiss, die Map zu beenden. Wir sind jetzt ordentliches Team. Da wollte ich mal in der Scherben Weltarena noch ein paar mal ein bisschen leveln. So, jetzt sind wir im Kampf. Da kann man mal testen. Ich habe das jetzt so eingestellt, dass das Spiel ein Tick leiser ist. Da müsste ich eigentlich auch im Spiel zu hören sein, während die kämpfen. Das wäre mal was Feines. Da haben wir unser erstes Item, was wir brauchen. Aber gut, dass der noch Platz hat, ne? Ne, der... Ich weiß nicht, wo es hin ist, das Item. Auf jeden Fall haben wir das jetzt. Das haben wir erledigt. Dann gehen wir hier rüber. Quatsch. Und gucken, wie unsere Jungs da hinlaufen. Während sie noch ein paar Leute abschlachten. Ich meine, während den Kämpfen muss man eigentlich nicht reden. Das gebe ich ja zu. Aber manchmal hätte ich gerne was rausgehauen. Wir gehen weiter nach links und wir gehen weiter. Immer weiter. Im Alter an der Schalter geht es immer weiter. Alter. Jetzt kloppen wir nochmal hier noch. Oh, ich sehe Fässer. Und wenn ich Fässer sehe, habe ich das tierische Bedürfnis, auf die einzuschlagen. Das machen wir direkt mal. Und irgendwann will ich mir dann auch mal die Mühe machen, wie heißt es, alle Items nochmal umzusortieren. Ich glaube, das ist auch ein bisschen nötig. Ist hier noch dunkel? Kann man dahinter? Ne, das ist Berg. Ah, komm, schnurstracks hier hin. Wir sind ja quasi schon da. Nein.
Wir haben uns vertan. Dahin müssen wir. Hier oben drauf. Da ist wohl scheinbar etwas, das wir metzeln müssen. Kommen wir da überhaupt hin? Und metzeln. Level 14. Ich sag mal, wir sind ja schon gut gelevelt. Sollte alles hier absolut machbar sein. Bist du voll easy weggebumst. So. Jetzt laufen wir noch mal kurz hier rüber. Da haben wir schon alle Items. Und dann scheinbar hier auf eine neue Map oder so. Fährt zu Swall in der Tidenbucht zurück. Ja, und dann wird's neue Map geben. Ich würde aber, wie gesagt... Wir werden angegriffen! Klappenlos. Im Prinzip haben wir hier all diese Dungeons schon erledigt. Das hier war ein fettes Dungeon, das ein fettes Dungeon. Und hier ist halt noch dieses eine Portal, da geht's in die Scherbenwelt, wo wir zigmal gegen Dämonen kämpfen können und die werden immer stärker. Wir haben den ersten Dämonen Sinistral oder wie die auch immer hieß, 5-mal geplättet. Also bevor ich von der Map runterkomme, will ich gegen jeden mindestens 10-mal gewinnen. Aber ich habe mir auch gedacht, ein bisschen Leveln ist da nicht verkehrt bei. Und wir laufen so easy durch die ganze Map durch, wir schnetzeln einfach alles nieder. Da hat nix eine Chance. Level 16 kann uns auch nichts. Wir können ja hier noch ein bisschen Unterstützung anfordern. Zum Beispiel ein Schweinchen. Und nochmal das. Ah, guck mal. Ich brauche eigentlich gar nichts mehr machen. Den haben wir gleich. Bronzene Drachenschuppe. Und das haben wir jetzt alles erledigt. Jetzt gehen wir zu Swall zurück. Und bevor wir ankommen, sprich hier, würde ich dann einmal speichern. Ich habe Angst, dass wir die Map verlassen, ohne dass ich die Scherbenwelt machen kann. Ich habe schon gesehen, hier, er kann leveln. Frosch ist zwar gut, aber richtigen Gegner, das hält dann nicht diese besagten 45 Sekunden oder so. Dann hält das nur, zack, ist er wieder zurück. Aber das hier, 35 Geister, wütende Geister, die nahen gegnerischen Einheiten die Lebensenergie entziehen und bei ihrer Rückkehr heilen sie Ruckern. Damit kann er sich ab und zu mal richtig den Arsch retten. Wir gucken mal, was unsere Jungs hier, die sind ja auf dem Weg. Und nochmal einen kleinen Fight. Sieht man eigentlich auch, wann der nächste Level kommt? Gucken wir mal eben. Level 12 Bestienmeister 7700 haben wir, 9000 brauchen wir. Ja, okay, man kann es also sehen. Der ist 7700 und 9000 brauchen wir. Wenn die jetzt alle 7700 haben, der ist kurz vor den, der kann gleich leveln. Ein, zwei Kämpfchen und der ist gelevelt. Zack, Level. Und du nimmst hier das, zack. Das war das, dass wir uns in drei Bären verwandeln. Oh, den Kampf will ich aber noch mitnehmen. Also zurück, Jungs. Was ist los mit, ach so, nur einer. Holt euch den noch, bitte. Wir sind auch schon ganz nah am Ziel. Hier gab es den... diesen toten Geist. Wo sind wir? Da. So, mehr als hier will ich dann auch nicht gehen. Warte, wir gehen hier noch einmal durch. Was ist das hier für ein Gebiet? Gibt es nichts kaputt zu machen, nichts zu schnetzeln, dann erstmal weiter. Und dann hier wird wahrscheinlich die Karte verlassen und da wollte ich auf jeden Fall einmal speichern. Und das machen wir doch glatt mal. Also Menü. Speichern, Open World, speichern,
Überschreiben. Und dann geht's weiter. Auf zu Svall. So, Tidenbucht. Jetzt, da die Streitkräfte der Oger und Tauren sich mit Svalls Horde verbündet haben, richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Menschen, die sich in der Tidenbucht breit machen. Admiral Prachtmeers Streitkräfte haben sich fest verschanzt und nur ein Großangriff kann sie vom Ufer vertreiben. Als das erste Licht auf das Lager der Orks fällt, macht sich die Horde für den Kampf bereit. Ja, das heißt, es ist wieder fighten, fighten, fighten. Labern wir erstmal eine Runde, ne? Erzähl mal, Zahl, was geht jetzt ab? Perfekt, Rexa. Jetzt muss ich nur noch den Zauber vollenden. So, der Segen ist vollendet. Eines noch, Rexa. Ich möchte, dass ihr die Standarte in die Schlacht tragt. Hiermit ernenne ich euch zum Champion der Horde. Es ist mir eine Ehre, Kriegshäuptling. Ich werde die Standarte mit Stolz tragen. Loktar Ogar! Ihr könntet euch als unser aller Rettung erweisen, Rexa. Eure Oger- und Taurenrekruten wenden womöglich das Blatt zu unseren Gunsten. Der Admiral hat nördlich von unserer Position einen Stützpunkt errichtet. Unsere Späher melden, dass er seine gesamte Streitmacht für einen Angriff auf Durotar mobilisiert hat. Kriegshäuptling, Admiral Prachtmeers Armee ist unterwegs. Sie könnten jeden Moment hier aufkreuzen. Lasst sie kommen. Sie werden die Macht der Horde zu spüren bekommen. Rexa, ihr habt euch die Ehre verdient, das erste Blut zu vergießen. Ich halte hier die Stellung. Ihr aber sollt den Angriff auf Prachtmeers Stützpunkt anführen. Mit Vergnügen. Krieger, die Stunde des Sieges ist da. Kommt, ihr Tauren. Erhebt euch, ihr Oger. Heute steht ihr Schulter an Schulter mit der Horde. Loktar Ogar! Loktar Ogar! Okay, zerstört. Prachtmeers Schloss kehrt zu Thrall zurück. Was ist das denn? Schlachtstandarte von Orgrimmar. Wer hat das genommen? Das war der Rockan. Schlachtstandarte. Ah, erhöht die Stärke, Intelligenz und Beweglichkeit des Helden um 5. Gewährt Nahkampfhelden und verbündeten Nahkampfeinheiten in der Nähe außerdem eine Trefferpunkte stehlenden Angriff. Der sollte das dann nicht haben, ne? Das braucht ein Nahkämpfer. Du bist ein Nahkämpfer, du solltest das nehmen. Wie gesagt, eigentlich hatte ich auch mal vor, die nochmal alle durchzugucken. Ich kann jetzt auch hier ich laufe erstmal nur mit meinen Jungs los. Und alles, was wir hier noch zur Verfügung haben, lasse ich erstmal stehen. Gibt es hier noch optionale Quests? Sieht nicht so aus. Erstes Blut, aber wie gesagt, ich will erstmal die ganze Karte sehen. Können wir auch bauen und so? Wir können auch bauen. Okay, dann würde ich sagen, ist das die letzte Schlacht. Und wenn sie das ist, naja, okay. Wir wollen jetzt erstmal loslegen, ne? Ich fange mal erst an, die Map rechts zu erkunden. Warum ist hier noch so? Na gut, wir erkunden erstmal die Map. Billigschmuggler. Billigschmuck. Wir können das. Wenn wir alles hier bauen können. Aber wir können sogar mit einem Schiff übersetzen. Das wäre auch noch interessant. Ja, dann würde ich sagen, wir fangen mit dem Schiff an, ne? Ja, wir fangen mit dem Schiff an und dann gucken wir. Gold kann man keines abbauen. Aber wie gesagt, wir können hier eine Menge von denen ja steuern. Und ich glaube, da hinten
Du machst das gleiche wie der, du patrouillierst ein bisschen. Alle, die ich steuern kann, lasse ich ein bisschen patrouillieren. So, wo, wie lange? Da ist das Schiff. Klappt. Dann gucken wir uns mal um. Wenn wir schon die ganze Map erkunden wollen, dann fangen wir wirklich mit dem Schiff an. Erstmal rechts und dann kämpfen wir uns nach links durch. Da haben wir auch des guten Hexknalls Inselschatzladen. Oliant des Vergessens. Dann könnte man alle Fähigkeiten nochmal neu erlernen, wie man es, falls man sich verskillt hat, ja. Was ist das? Verlangsamungskugel. Okay. Sieht alles nett aus, brauchen wir aber alles nicht. Tut mir leid, Hexknall. Das, was du mir bietest, ist nicht meins. Wir könnten hier an Land, aber da kommen wir auch zu Fuß hin. Ich wollte jetzt erstmal alles absuchen, wo man nicht zu Fuß hinkommt. Ich meine, ich kann es noch nicht... Oh, hier ist also... Ah! Da fängt er schon an zu schießen, der Schlingel. Direkt mal platt machen. Was? Stadt wird angegriffen. Ich sehe auf der Karte nichts. Also man. Ja. Was ist hier los? Kosten irgendwas? Achso, guck mal. Nur Nahrung. Es gibt da kein Geld aus, sondern nur Nahrung. Dann machen wir das auch. Macht doch erstmal das da kaputt. Verbindet euch doch. Ich würde sagen, war ein guter Start. Wir haben ihn schon gut geschädigt, den kleinen Prachtmar. Prachtmar, nicht Mar. Obwohl, je nach Sprache. Oh, er sieht mich, er sieht mich. Ich will aber nicht, dass der mich sieht. Oder die kommen dicht genug hier. So, dann könnt ihr mich mal. Haben die mir mit... Ah, ich dachte schon. Boah, ich war jetzt ein bisschen geschockt. Hätten wir das Schiff weggenommen, käme ich ja hier nicht mehr weg. Ey, was passiert denn eigentlich, wenn die hier das Schiff wegbomben? Dann tankst du hier rum. Das wäre ja richtig kacka. Wir gucken uns weiter um. Ah, lass mich! Ja, das war's. Schnell an Land. Das Schiff lassen wir mal da hinten stehen, da sollte es in Sicherheit sein. Ich würde sagen, hier kann uns echt gar nichts gefährlich werden. Machen wir erstmal das da kaputt.
Aber mich würde fragen, wann der wieder levelt. Bald. Muss ich noch ein bisschen was Soldaten kaufen. Erst das Schiff, weil wenn das abhaut, kriegen wir es nicht mehr platt gemacht. Unsere verbündete Stadt wird angegriffen. Egal, Jung, egal. Ich würde sagen, ich bin wirklich etwas überpowered. Nein, wir machen nur den Turm erstmal. Nur diesen Turm, Jungs. Hier, das ist dann wahrscheinlich das Ziel. Aber das wollte ich mir aufheben. Theoretisch könnten wir das Spiel jetzt einfach beenden, indem wir das hier platt machen. Aber wie gesagt, das hatte ich noch nicht vor. Das geht mir zu schnell, ohne die Karte zu erkunden. Das wird mir aber jetzt ein bisschen zu viel hier. Ist hier wieder aufgestanden? Wieso, wer zaubert denn hier rum? Ach, da ist... Oh, shit. Boah, das war ich doch ein bisschen überheblich. Ja, umso besser, weil ich wollte ja, wie gesagt, erst die Map erkunden. Und wenn die dann alle wieder hier beim Auferstehungsstein zurückkommen, ist das eigentlich gar nicht so verkehrt. Sollen die da ruhig noch ein bisschen schnetzeln? Wollen sie doch. Jetzt ist nur noch Rexer übrig. Ach, guck mal, wie viel der wegsteckt. Die können ihn ja gar nichts. Und der heilt auch wieder. Guck mal, wie schnell der... Hä? Was ist denn los mit dem? Was macht ihn denn so mächtig? Hexer! Du bist ja ein richtiges Monster, Alter. Ich kann aber schon mal... Das Schiff brauche ich ja jetzt nicht mehr. Es sei denn, hier gibt es noch was zu erkunden. Aber das sehe ich gleich, wenn ich zu Fuß hier weitermache. Guckt euch das Monster an, was der alles wegsteckt. Oh, jetzt sind sie alle wieder vereint. Erstmal ein Bärchen machen. Was hat er denn da gezaubert die ganze Zeit? Schädelhelm. Erhöht die Stärke Intelligenz. Ja,
dann brauchen wir einmal die Micha wieder. Boah, das war ein Fight, wa? Jetzt klappern wir mal alles links ab. Wie gesagt, ich war jetzt einigermaßen froh, dass die alle weggeschnitzelt wurden. Weil ich wollte ja noch nicht gewinnen. Aber weißt du was? Ich mache mal ein paar Zaubereien, damit das hier ein bisschen fixer geht. Mein kostet ja nichts. Ein einzelner Frachtmeersoldat, lange Druck und platt. Unsere verbündete Stadt wird angegriffen. Da kommt von oben aus dem Wald noch Gegner. Machen wir erstmal den seine dummen Arbeiter kaputt. Kriegt da auch kein Holz mehr. Ja, wenn die hier durch den Wald kommen, dann muss es ja hier weitergehen, ne? Oder die Schiebe. Unsere verbündete Stadt wird angegriffen. Geht. Fangen wir erstmal mit dem Turm an. Hier ist auch so ein Fetti. Also wenn ich das bei YouTube hochgeladen habe, werde ich mir das Video mal angucken. Nicht, dass ich dem Spiel zu viel Lautstärke genommen habe.
Aber ich fand's vorher war es echt ein bisschen zu laut. Aber das sehen wir ja gleich. Und wenn mir das alles gefällt, dann würde ich auch mal langsam anfangen, Equalizer besser ein... Also überhaupt einen Equalizer zu nutzen. Ich hatte den vorher ja drin. Jetzt bin ich absolut ohne Equalizer unterwegs. Nur mal zum Testen. So lange, bis alles perfekt ist. An den Turm kommen wir nicht dran. Nur der Rexer, aber danach der Rok. Nee, nicht der Rexer, der Rokan. Oh. Ah, das ist der Admiral. Wir machen noch einmal einen Rückzug, einen taktischen. Wir werden angegriffen! Ich will die ganze Map sehen, Alter. Unsere Stadt wird angegriffen! Verfolgt er uns? Ja, alles gut. Wir werden angegriffen! Die Gegner sind ja auch stark, so ist es nicht. Dauert ja immer ganz, dauert immer eine Weile, bis wir die platt haben. Ah, guck mal. Ja, das hätte ich so gern. Erst die Türme, meine Freunde. Ihr kennt die Regeln. Ein Gebäude nach dem anderen. Dann geht das zackiger. Ah, den Arbeiter nehmen wir noch mit. Das gehört ich ihm. Und ich lasse das Gebäude noch stehen, weil immer wenn ich, wenn dann ein Arbeiter kommt, um das Holz dahin zu bringen, ist er kaputt. Aber irgendwie kommt kein Arbeiter, finde ich ein bisschen schade. Na gut, bringen wir es zu Ende. Da scheint ein Held wieder auferstanden zu sein, weil hier hat eben ein kurz mal orange aufgeblitzt. Ja, das war ja hier echt alles super einfach. Ja, das Einzige, was wir noch nicht geguckt haben, wenn man mit dem Schiff hier hinfährt, was dann passiert. Oder? Haben wir die ganze Map langsam mal hier in die Mitte? Ah, guck mal da. Die schnetzen wir auch noch weg, oder? Da kenne ich nichts. Und wer ist gelevelt? Irgendwie keiner oder was?
Ah ne, die haben irgendeinen Zauber gemacht. Ich dachte, da hätte einer gelevelt von uns. Schnetzen wir noch weg. Dann... Da ist der Wald, deswegen konnten wir da nicht sehen. Das wäre noch interessant, was da unsere ist. Unsere verbündete Stadt wird angegriffen! Ja! Da ist wieder da. Das blinkt manchmal orange. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Oder sollen wir sie schon platt machen? Unsere verbündete Stadt wird angegriffen! Oh, hallo! Wir werden angegriffen! Unsere verbündete Stadt wird angegriffen! Spinnenkrebs-Ungetüm! Das, naja, so ungetümig waren die gar nicht. Die waren groß, ja, aber stark. Gegen meine Horde. Ja. Die Map haben wir alles aufgedeckt. Dann würde ich sagen, fangen wir mit dem Auftrag an. Du musst nur aufpassen, wenn der Admiral auftaucht. Da ist er. Da ist er ja, wenn man verkäuferisch spricht. Boah! Ah, nochmal zurück. Wir nehmen lieber den linken Weg. Wir werden angegriffen! Wenn der Admiral jetzt alleine kommt, dann schnetzen wir den noch weg. Aber wir gehen lieber den linken Weg. Ich will von links nach rechts alles wegballern. Ach, die sind uns gefolgt. Ja, dann tut's mir leid. Dann habe ich kein Mitleid. Ach, der Frachtmeier ist dabei, deswegen. Nun gegen Zauber oder was? Wow, hier geht's ja echt ab. Haben wir erledigt. Ach, da ist noch einer. Ach, der steht da immer noch rum. Aber man kann ihn gerade nicht attackieren. Ja, komm, lass den mal abhauen. Weichei. Haben wir das neu gebaut oder habe ich die Hütte eben übersehen? Das ist die Frage. So, jetzt fangen wir an, alles wegzuschnetzeln. Komm. Kein Turm in der Nähe. Schnetzel. Ah, hier, der schießt. Da müssen wir unseren Rockern drauf ansetzen. Kriegt das aber nicht hin. Wir werden angegriffen! Und ich kann nicht sehen, ob man da zu Fuß hinkommt. Da ist wieder der Admiral.
Der macht uns immer das Leben schwer. Muss doch nicht sein, Admiralchen. Der Turm nervt mich. Den kriegen wir wenigstens platt. Den auch. Misha ist in der Luft. Gefällt dir scheinbar gar nicht gut. Wollen wir mal kurz gucken, ob wir zum Turm kommen? Ja, den machen wir schnell weg. Der geht mir auf den Sack. Guck mal, der Prachtmeer. Prachtmeer, Mar. Haut mir auf den Rokan ein, das gefällt mir auch nicht so gut. Aber den scheinbar kann man den Schlingel nicht platt machen. Der ist da eingekesselt. Oh. Ja gut, dann machen wir noch schnell ein paar Gebäude kaputt. Und dann hoffe ich, dass alle sterben. Boah. Machen wir es aber nicht ganz so leicht. Was haben wir eigentlich drauf? Ah, der Kern ist wieder auferstanden. Der hat hier diese Fähigkeit genutzt. Sehr schön. Dann hauen wir auf den Boden. So. Unser Held ist tot. Ja. Sind wir wieder alle komplett, meine Freunde? Dann machen wir direkt weiter. Bis dahin haben wir es ja schon gut geschafft. Und wieder hier hin. Wie lange zocken wir schon? Oh, 45 Minuten. Wird Zeit, dass wir das zu Ende bringen. Am besten wäre von rechts rankommen, aber dann kann ich nicht alle Gebäude kaputt machen. Hm. Und da habt ihr ja gesehen, was da alles auf euch zukommt. Angegriffen. Ist da wieder was neu? Ein einzelner Soldat. Ich hab da was gehört. Und ich bin so gespannt, wie die Aufnahme vom Sound her ist. Nicht, dass ich zu laut bin, das kann nämlich sein. So, wir gehen jetzt hier.
Das Gebäude, da kommen immer diese scheiß Fliegeviecher raus. So, erledigt. Juckt die gar nicht. Da kommen die ersten. Mit dem Fachmann mehr. Komm, die machen wir auch noch schnell platt. Ah, ich will doch das Gebäude zuerst, Jungs. So. Machen wir wieder platt. Dann machen wir das Gebäude. Und dann schnetzen wir uns weiter durch. Da ist ja noch ein Gebäude. Geht, warte, hier geht nochmal zurück. Ah, das ist wieder der Admiral. Ich würde den Admiral erstmal ignorieren. Weil irgendwie kriegt er nichts abgezogen. Guck mal. Und die können... Vielleicht, wenn ich mal auf den Boden stampfe. Aber guck mal. Hä? Ja. Unsere verbündete Stadt wird angegriffen. Ich glaube, wenn ich erstmal alle Gebäude platt mache, haben wir ein leichtes Spiel. Ach, da ist kein Gebäude mehr. Heilen, nicht vergessen. Heilen, nicht vergessen, mein Freund. Irgendeiner ist am Rokan dran. Wahrscheinlich der Pracht war der. Ja, da ist wieder so ein Turm. Was ich wirklich lustig finde hier, der Frachtmann haut die ganze Zeit auf den Opern drauf. Mein Trupp hier. Ach, ist da was? Schüttet ab. Finde ich gut. Gefällt mir. Aber ein bisschen nervig, dass das mir auf den Rokan haut. Das ist der Schwächste von den HP her. Deswegen versuche ich den mal nach hinten zu bringen. Ach, der Prachtmeer. Witziges Kerlchen. Wenn ich den in Frosch verwandle, geht gar nicht, der ist immun. Da muss ich mir noch ein paar Minuten gefallen lassen, was er da abzieht. Wir werden angegriffen! Jetzt hängt er am Kern dran, ne? Deswegen ist der Kern hier immer am... kriegt hier immer Damage. So, wo gehen wir jetzt hin? Der Prachtmeer.
Das hängt ja wieder am Rohkern. Und weiter! Wisst ihr was? Ich habe jetzt die Schnauze voll. Wir gehen jetzt hier nach oben, hauen auf das Gebäude und dann ist irgendwann Sense. Sobald das Gebäude platt ist, sollten wir es eigentlich geschafft haben. Weil mehr als Gebäude kaputt. Naja, jetzt hat er schon eine kleine Armee. Jetzt hauen wir auf das Gebäude. Wir haben schon fast die Hälfte weg. Ist der Auftrag gleich erledigt. Noch ein bisschen, viertel schon. Ja, gleich geschafft. Noch ein paar Sekündchen. Und das sollte es gewesen sein. Ihr könnt mich jetzt mal alle. Ey, wieso ist der so? Wieso greifen die mich an? Ach egal, komm. Aufgeschissen. Wo ist Thrall? Da. Hey, wir werden angegriffen! Thrall, wir haben das erledigt. Ist stolz auf uns. Und der Prachtmeer verfolgt uns. Der kleine Sack. Der hängt mir an den Kern dran. Was passiert? Der kann noch einmal auferstehen. Dann passt das. Gut. Ja, wieder ein Auftrag geschafft. Ich hoffe, wir bleiben noch in Kapitel 2, aber ich habe so die Befürchtung, dass wir aus dem Kapitel rauskommen. Aber schauen wir mal. Erstes Blut. Dein erstes Blut. Dein erstes Blut. Kann nicht mehr warten. Check mir dein erstes Blut. Ja, die verpissen sich. Ja, wer sich mit Erzkringel anlegt, der kriegt aufs Maul. Franka, Kriegshäuptling. Franka. Wir haben die Streitmacht der Menschen vom Festland vertrieben. Aber offenbar haben sich Admiral Prachtmeer und seine Marinesoldaten auf die Insel Terramor zurückgezogen. Ich wünschte, damit wäre unser Kampf zu Ende, Rexa. Aber solange Admiral Prachtmeer lebt, wird er uns jagen. Wir müssen den Angriff fortsetzen und Terramor belagern. Ich hoffe nur, dass Jaina in Sicherheit ist. Sie hatte nichts mit dem finsteren Plan ihres Vaters zu tun. Aber leider haben wir keine andere Wahl, als ihre Zitadelle anzugreifen. Nein, ich wusste es. Ah. Mist, jetzt kommen wir nicht mehr zu der Scherbenwelt. Ah. Ja gut, ja. Schade. Eigentlich schade, aber so ist es nun mal. Ich guck noch mal. Ich kann ja hier, da würde ich sagen, was passiert, wenn ich da wieder reingehe? Dann fängt er wieder von vorne an, ne?
Gut, auf jeden Fall mache ich hier jetzt erstmal einen Schnitt. Wir sehen uns dann im nächsten Video, meine lieben Erzkringel. Dann würde ich sagen, ciao, mit auch.